Willkommen zurück auf meinem Kanal, die mich noch nicht kennen. Ich heiße Marina und präsentiere euch Fashion Hauls. Heute habe ich auf meinem Kanal zum zweiten Mal jetzt den Hochzeitgastkleider Haul von ASOS. Also die Sachen habe ich bei ASOS bestellt. Die Sachen könnt ihr entweder als Hochzeitgastkleider für die Sommer anziehen oder wenn ihr Geburtstage habt, Abibälle noch da sind oder selber zu euren Geburtstagen vielleicht auch anziehen möchtet. Ich hatte schon mal so ein Video gehabt, das verlinke ich hier oben in der Infokarte. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, da sind einige Kleider noch vorrätig, habe ich gestern oder vorgestern geguckt. Natürlich nicht mehr alle, weil das Video ist, glaube ich, jetzt 3 Monate her. Die Kleider, die ich euch heute präsentiere, sind auf jeden Fall zu jetzigem Zeitpunkt noch alle da. Ich hoffe, die bleiben auch noch ein bisschen. Genau, falls euch der Haul gefallen hat und das Thema gefallen hat, dann klickt bitte Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen, dann weiß ich, dass euch solche Hauls gefallen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne, dann würden wir uns jeden Dienstag zu meinem neuen Video wiedersehen. Dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Jetzt habe ich das erste Kleid an, das ist einmal von Miss Selfridge, Größe 32 und der kostet 78 Euro. Nun, damit ihr euch ein bisschen an mir orientieren könnt. Ich bin jetzt 1,53 und trage die Größen 32 bis 34, das ist einmal XXS oder XS, je nachdem wie halt die Zusammensetzung der Stoffe ist. Wenn die Stoffe ein bisschen steifer sind, weniger Stretch, dann trage ich die 34er. Wenn die Stoffe Stretch haben, dann trage ich öfters eine 32. Ich sage euch auf jeden Fall zu jedem Kleid was dazu, dann könnt ihr ein bisschen an mir orientieren. Ich zeige euch erstmal kurz den Stoff. Ist halt ein bisschen seidiger, aber er hat halt auch matte Elemente, was ich sehr schön finde. Deswegen, wenn zum Beispiel Licht drauf fällt, manches glänzt und manches ist eher zurückhaltender. Ich habe halt hier so ein, weiß nicht, wie man das nennt, vielleicht, falls jemand weiß, kann gerne in die Kommentare schreiben. Das ist so ein bisschen der Ballonschnitt. Ich habe auch solche Röcke für jeden Tag. Und er hat halt hier so eine Bordüre und dann unten hat er halt zwei Gummibänder, einmal oben und einmal unten, damit das Kleid so ein bisschen absteht und nicht nur diese klassische A-Linie, sondern ein bisschen so ballonmäßig. Genau, habt ihr einmal hier so klassische Bustierteil und bis in die Taille bei mir ist es halt enger geschnitten und ab der Taille ist es halt ein bisschen weiter. Ich zeige euch mal das einmal von hinten. Hinten konnte ich es leider halt nicht zumachen, dadurch, dass der Stoff halt steif ist, bräuchte ich auf jeden Fall eine 36, glaube ich, weil bei 34, glaube ich, wäre auch knapp. Da hier bei dem Kleid bräuchte ich sogar eine 36er, damit ich halt das zubekomme und damit ich halt mich wohlfühle oben und damit ich nicht Angst habe, dass das halt hinten aufgeht. Also bestellt auf jeden Fall, wenn ihr zwischen zwei Größen seid, einmal die größere Größe und vielleicht sogar Nummer größer, weil ich, bei mir ist halt 34 eigentlich das größte Größe, die ich trage. Aber bei dem bräuchte ich auf jeden Fall 36, damit es halt oben nicht so eng ist. Vor allem durch diese Länge und weil er halt nicht zu auffällig ist, könnt ihr das genauso wie Geburtstage, so wie für Hochzeiten tragen. Und vor allem für die warmen Tage finde ich oft ein bisschen kürzere Kleider sogar angenehmer, weil wenn der Tulle bis nach unten geht und es sind 30 Grad, ist halt ein bisschen zu warm. Jetzt habe ich das zweite Kleid an, das ist von ASOS und Eigenmarke. Hier trage ich die Größe 32 und der kostet 48,99, also fast 49 Euro. Und das ist die reguläre Länge, weil die haben ja die Petite Toll oder das Normale und das halt die reguläre Länge. Deswegen, ich hoffe, ihr könnt das von da sehen. Der ist halt sehr lang, also der sollte eigentlich nicht so sitzen, sondern auf dem Modell war er so Midi-Länge, was ich halt schön fand und deswegen wollte ich das ausprobieren, aber bei mir ist das halt dann so eine komische, das Kleid halt so einen seidigen Stoff, das kann ich euch mal zeigen, ist halt ein bisschen glänzender und ich habe halt, ich muss kurz nur in den Spiegel gucken, damit ich nichts vergesse, hat halt ein bisschen pufflige Ärmel mit Gummiband hier unten, dass das halt angenehm ist, dass halt nicht hin und her geht, sondern bleibt auch fest, dadurch, aber das halt nur durch diesen breiteren Gummiband. Dann habt ihr einen sehr tiefen Ausschnitt, ich muss gerade auch hier ein bisschen festhalten. Habt ihr hier einmal diesen Gürtel und einmal so eine durchgeknöpfte Leiste, aber die geht halt nicht auf. Und hinten habt ihr halt, voilà, hinten habt ihr halt diesen Reißverschluss, der bis dahin runter geht, damit die Leiste in das Kleid kommt. So kleineren quadratischen Ausschnitt hier und einmal diesen Band, der halt das Oberteil oben zusammenhält. Das Kleid ist sehr schön, vor allem für den Preis. Ich habe halt für 50 Euro ein Abendkleid. Den kann man gut, finde ich, für alle Gelegenheiten anziehen. Und ich glaube,
So ein seidiger Stoff geht nie richtig aus der Mode. Die Silhouette finde ich auch sehr klassisch. Ich müsste am besten zwei Größen bestellen, weil ich trage ja hier die F32er, aber der sitzt halt sehr eng und vor allem am Bauchbereich. Falls ihn jemand ein bisschen lockerer sitzen haben möchte, vor allem an diesen Stellen, würde ich auf jeden Fall nochmal größer den bestellen. Dann habt ihr halt ein bisschen mehr Spielraum, und vor allem wenn man auf Hochzeiten geht und viel isst, möchte man vielleicht ein bisschen mehr Platz drinne haben. Und vielleicht würde ich euch nochmal raten, vielleicht so ein Tapeband zu kaufen, damit ihr halt hier sicherer seid, damit ihr, wenn ihr euch sozusagen bewegt oder irgendwas, dass das Kleid nicht alles einmal aufmacht, damit ihr das Kleid hier halt schön Ausschnitt macht und damit ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass irgendwas gezeigt wird, würde ich auf jeden Fall diese Tapebänder einmal an eurer Stelle bestellen. Lieben, nicht wundern, ich habe die Haare zurückgesteckt, damit ich euch das bisschen oben besser zeigen kann. Hier trage ich die Größe in beides, das ist halt ein Zweiteiler. Hier trage ich überall die Größe 34, der Rock ist 37 Euro, das Oberteil 34 Euro und das von der Marke Miss Selfridge. Das Outfit hatte ich, glaube ich, schon seit 2-3 Monaten mir gespeichert und wollte es halt gern ausprobieren, aber ich habe halt nicht gewusst, so was. Und dadurch, dass ich jetzt sozusagen das Thema habe, habe ich gedacht, dann bestelle ich das auch mal, weil manche mögen halt gerne zwei Teile, weil ihr könnt einmal den Rock später mit anderen Sachen anziehen, genauso wie den Top. Man kann ihn sozusagen erstmal für eine Feierlichkeit beides zusammen anziehen und dann später könnt ihr zum Ausgehen oder irgendwas machen, halt auch getrennt tragen. Kommen wir erstmal zu dem Oberteil. Das Oberteil ist halt Crop geschnitten. Bei mir läuft das halt nur ineinander, aber normalerweise ist das halt Crop-Oberteil. So ein Top, dann habt ihr hier große Schleife. Ich kann euch mal von vorne zeigen. Das ist so ein bisschen seidigerer Stoff. Genau, und hinten hat er silbernen Reißverschluss, aber bei mir geht halt die 34er nicht mal zu. Hier bräuchte ich auf jeden Fall 36 oder vielleicht sogar 38. Für alle Fälle bestellen, falls es doch zu klein ist, weil das Oberteil hat leider gar keinen Stretch. Deswegen bestellt auf jeden Fall Nummergröße und vielleicht sogar zwei Nummerngrößen, damit ich halt nicht hin und her schicken muss, sondern bestellt euch lieber gleich zwei Nummern und dann könnt ihr sozusagen eins von beiden dann behalten und das andere dann zurückschicken. Der Rock hat halt auch diese Ballonform wie das Kleid von vorhin, das war ja auch von Miss Selfridge, also das erste Kleid, und der hat komischerweise Stretchstoff hier oben, also ich habe hier auf jeden Fall Platz, da bräuchte ihr nicht Nummergröße, außer ihr wollt ihn halt nicht fest, dass er fest sieht, sondern ein bisschen lockerer sieht, könnt ihr Nummergröße, aber so braucht ihr nicht, vor allem dadurch, dass er halt ein bisschen weiter geschnitten ist, ist er halt auch am Bauch nicht so eng und vor allem er ist auch doppelt gelehnt und er hat so wie bei dem Kleid so ein Gummiband hier unten, damit das halt so ein bisschen den Ballonform hat und er sitzt halt auch hinten ein bisschen weiter. Also den Rock finde ich auf jeden Fall sehr schön, er sitzt angenehm. So, dann habe ich jetzt das vierte Outfit an oder das vierte Kleid an. Das ist einmal von der Marke Lace & Beads. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Das Kleid ist hier auf jeden Fall unten verlinkt, da könnt ihr das nochmal gucken. Hier trage ich die Größe 34 und der kostet 79,99 €, also eigentlich 80 Euro. Das ist halt so ein Tüllkleid, Babydollkleid bisschen, weil er ist hier an der Brust ein bisschen enger. Er hat auch, muss ich mal kurz gucken, nee, er hat nur dünnen Stoff, also ihr müsst auf jeden Fall Nippelabdecker oder Klebeband darunter anziehen. Hat da mal diese Tüllärmelchen. Ich habe auch vorhin geguckt, also man kann das so anziehen, aber das glaube ich eher für die Schulter gedacht, dass so ein bisschen Carmen-Ausschnitt ist. Und hier habt ihr sozusagen einmal den Unterstoff und einmal das Tüll oben drauf. Und hinten ist halt wieder das gleiche, dieses Prinzessinnen-Tüll. Und hier das Gute ist, ich habe mindestens diesen Stretchstoff, dass ihr sozusagen das Kleid ein bisschen mit euch bewegt. Und hier an der Seite habt ihr halt den Reißverschluss. Ich würde euch raten, das Kleid in zwei Nummern bestellen. Einmal die normale Größe, die ihr habt. Also bei mir wäre das jetzt 34, was ich jetzt auch trage. Aber ich würde auch auf jeden Fall Nummer größer bestellen, weil man merkt, das Kleid sitzt halt hier im Brustbereich sehr fest. Das ist halt, glaube ich, je nach Mensch, ob man hier halt ein bisschen lockerer sitzen haben möchte, weil es ist jetzt nicht so, dass ich keine Luft bekomme, ich kann mich bewegen und dadurch, dass das halt hier am Bauch ein bisschen lockerer sitzt, kann ich natürlich essen, aber ich weiß halt nicht, wenn ihr den ganzen Tag in dem Kleid drinnen seid, ob irgendwann das halt hier ein bisschen zu eng sein wird. Müsst ihr halt am besten ausprobieren, die Länge finde ich halt
Ganz schön, weil der Unterstoff hört vor dem Knie auf und das geht leicht über den Knie. Es ist halt ein bisschen so wie Prinzessinnenkleid. Wo ich vorhin das gesehen habe, habe ich gedacht, so ein bisschen wie Belle von Die Schöne und das Biest, weil sie trägt ja auch sozusagen so ein gelbes Kleid, das ist sozusagen das moderne Version davon. Aber es ist halt schlicht von der Farbe, ohne Glitzer und alles. Deswegen könnt ihr halt schönen Schmuck da anziehen, schöne Schuhe anziehen. Aber es ist halt trotzdem nicht sehr schlicht. Das Einzige, was ihr natürlich beachten müsst, weil das halt Tüllstoff ist, es kratzt. Also es ist jetzt nicht so wie der erste Kleid oder das von Miss Selfridge, wo es halt sehr angenehm war, dadurch, dass es halt so wie Seidenstoff ist. Das ist natürlich alles Tüll, vor allem hier in den Ärmeln und hier im Brustbereich merkt man, dass das halt ein bisschen kratzt. So, dann habe ich jetzt das nächste Kleid an, das ist auch von Lace and Beats, also so wie das gelbe Kleid. Ich trage die Größe 34 und Lace and Beats hat auch nur also ab 34 aufwärts die Größen. Und das Kleid kostet 137 Euro. Genau, damit ich nicht vergesse. Also das Kleid ist auf jeden Fall ein Stückchen teurer als das andere, aber dadurch, dass er halt auch länger ist und man hier mehr Stoff hat, kann man das verstehen. Fangen wir erstmal von oben an. Also hier habt ihr halt sehr tiefen Ausschnitt. Ich habe gerade auf dem Modell geguckt, bei ihr war das halt nicht so tief wie bei mir, weil sie auf jeden Fall ein Stück größer ist. Ich würde, glaube ich, bei mir hier entweder das bisschen zusammennähen lassen oder hier einen Unterstoff mit reinnähen lassen, damit ich halt sozusagen durchsichtigen Tüll oder so ein bisschen Stickereien habe, damit es halt nicht so auseinander geht, dass man alles sieht. Auf jeden Fall könnt ihr hier keinen Klebe-BH tragen oder normales BH, dann müsst ihr sozusagen Nippelabdecker oder diese Band, Klebeband reinmachen und vielleicht sogar hier einmal Klebeband an die Seiten, damit das Kleid halt nicht auseinander geht, sondern da bleibt, wo es sein sollte. Dann habt ihr hier einmal dieses Schleifchen, aber die gehen halt nicht ganz auseinander, die sind halt dran genäht. Das Einzige, ihr könnt die Schleife selber aufmachen, die nochmal neu machen, falls euch die nicht gefällt, wie die kommt, aber ihr könnt die halt hier oben nicht fester zusammen machen. Und einmal habt ihr hier halt den Band, damit ihr ein bisschen so Taillierter hier unten an der Taille habt. Dann kommt halt der weitere Stoff. Ja. Und hinten habt ihr halt auch so größeren Ausschnitt, damit ihr halt auch hinten ein bisschen freier habt. Und dann einmal das Türkleid plus hier den Reißverschluss. Aber ich finde halt schön, wenn die Kleider halt ein bisschen weiter sind. Und ich finde eigentlich auch ganz schön, dass bei mir das halt nicht wie Midi-Kleid ist, sondern wie ein längeres Kleid ist, so wie eine A-Linie. Dann könnte ich halt höhere Absatzschuhe tragen. Und wenn ich halt ohne Absatz, das finde ich auch nicht ganz so lang. Hier war ein sehr schönes Kleid. Falls jemand von euch bestellt, kann mich gerne auf dem Bild markieren. Ich würde gerne sehen, wie in dem Kleid aussieht. So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Kleid. Das ist ein Kleid von der Marke Maya. Die machen, glaube ich, hauptsächlich nur Abendgarderobe. Hier trage ich die Größe 34 und der kostet 138 Euro, wie das längere davon. Also wie das längere von vorhin, aber von anderer Marke. Wo ich das Kleid auf der Webseite gesehen habe, dachte ich so, ich probiere es an, aber es wird mir bestimmt nicht ganz so gefallen. Aber ich muss sagen, angezogen sieht das viel besser aus. Ich hoffe, in der Kamera sieht das genauso gut aus wie ich. Genau, fangen wir es mal an. Das ist einmal so ein Palettenoberteil, was ich einerseits sehr schön finde, aber ihr müsst halt aufpassen wegen den Haaren, weil oft bleiben die Haare drin hängen. Deswegen würde ich wahrscheinlich eher Hochsteckfrisur machen, damit ihr halt nicht das Problem mit den Haaren habt. Hier ist halt in der Palette diese Herzform, was eigentlich ganz schön ist. Und dann hinten habt ihr halt auch so ein bisschen das abgebrochene Herz. Das Gute ist, die Träger sind halt verstellbar, was ich ganz schön finde. Vor allem, weil das halt so auffällig ist, ist der Träger ein bisschen schlichter. Und dadurch, dass er auch verstellbar ist, finde ich ganz gut, dass das halt vielen Größen, also von Petit bis Toll passen würde. Es ist halt nur dann nach Länge ein bisschen kürzer. Und ich habe halt hier diesen lilanen Unterstoff und einmal diesen Tüll in drei Farben. Also ich finde es eigentlich ganz cool und vor allem das bisschen moderne, weil die anderen Kleider, die ich fast vorhin hatte, sind ein bisschen klassischer. Das ist halt ein bisschen flippiger, vor allem weil ich halt nicht eine Farbe habe, sondern verschiedene Tüllstoffe. Vor allem finde ich das ganz schön für Sommer, weil das halt ein bisschen fröhlicher ist
Das Kleid wird bestimmt nicht ganz so viele haben. Jetzt zeige ich euch zwei Kleider, die sind ein bisschen preisiger, weil jetzt die Kleider, die ich bis jetzt anhatte, die waren ja bis 150 Euro. Ich habe jetzt zwei letzte Kleider, die über 200 Euro kosten. Bin ich mal gespannt, wie die Qualität ist, weil die haben mir auf jeden Fall sehr gefallen, aber ich wusste nicht, ob ich die mitbestellen soll oder nicht. Aber ich habe gedacht, ist vielleicht nicht schlecht, weil jetzt haben wir sozusagen ab 50 Euro bis 140 Euro eigentlich Kleider anprobiert und dann gucken wir einfach die Qualität nochmal an von Kleidern, die leicht, glaube ich, über 200 kosten. Dann kommen wir jetzt zu dem vorletzten Kleid, das ist auch die Marke Maya. Und hier trage ich die Größe 34 und der kostet 203 Euro. Teurer schon als das Kleid von vorhin. Aber er hat auch auf jeden Fall mehr Details. Ich habe einmal diesen tief ausgeschnittenen Ausschnitt. Also das kann ich leider jetzt nicht loslassen, weil sonst zieht das Stoff auseinander. Dann habt ihr hier einmal das Tüll und überall halt so Paletten. Ich glaube, das sind so Blumen von Paletten dran genäht. Habt ihr hier halt an den Seiten solche zwei Ausschnitte und einmal so ein bisschen auch wieder wie Prinzessinnenkleid. Ich habe halt einmal den Unterstoff, dann einmal einen Tüllstoff, dann einmal dieses leichte Tüll, damit es halt ein bisschen, glaube ich, so leichter fällt. Und dann hoppla, einmal den geschlossenen Rücken, was ich auch sehr schön finde, vor allem wenn das vorne, finde ich, so tief ausgeschnitten ist, finde ich schön, wenn das hinten halt geschlossen ist. Ich habe halt bis ganz nach oben Reißverschluss. Es ist halt nur ein bisschen schwieriger, alleine ihn zuzumachen. Da braucht man auf jeden Fall eine zweite Person für. Also ich finde es vom Preis her, es ist halt nicht günstig, aber ich kann verstehen, warum das Kleid halt teurer ist als die anderen, weil er halt viel mehr Details hat. Und das Angenehme ist halt hier auch, dass es halt ein bisschen stretchiger ist, dass das halt nicht reinschneidet, aber vielleicht trotzdem zwei Nummern bestellen, einmal eure normale und Nummer größer, damit ihr halt auf jeden Fall ein bisschen Raum hier im Bereich habt, damit es halt nicht reinschneidet, damit es halt nicht komisch aussieht. Und ich finde jetzt beim, weil ich hatte schon zwischendurch solche Kleider, die ausgeschnitten waren, aber bei dem Kleid finde ich das halt schön ausgeschnitten. Es ist halt nicht zu tief, aber auch halt an der richtigen Stelle, weil manchmal dadurch ich halt bisschen kleiner bin, sind die oft halt direkt auf der Hüfte und auf der Hüfte möchte ich halt den Schnitt nicht haben und hier ist das halt bei der Rippe bei mir. Und ich würde auf jeden Fall, wenn ich das Kleid behalte, einmal hier auch wieder entweder das Teil hier zusammennähen ein bisschen. Ich habe auch gerade in den Spiegel geguckt, das würde jetzt nichts kaputt machen an der Musterung. Was man sonst machen kann, auch diese Klebebinder hier tragen, damit es halt fest sitzt und nicht auseinander geht, damit man halt nicht drauf aufpassen muss, dass das Kleid was entblößt. Jetzt habe ich das letzte Kleid angezogen. Das ist halt auch das teuerste Kleid, was ich bis jetzt allgemein bis zu heute anprobiert habe. Das Kleid kostet 284 Euro in Größe 34 und ist auch von Maya, aber von Maya Deluxe Kollektion, weil da haben die halt immer nur ein paar Kleider, weil die halt ein bisschen hochwertiger sind. Auch man merkt halt mehr Details, wahrscheinlich auch dadurch mehr Arbeit. Genau, fangen wir einmal von oben an. Oben habt ihr halt diesen gepuschten Stoff, dass ihr sozusagen auch keinen Nippel abdeckt. Ich habe jetzt auch keinen Klebeband, kein gar nichts drin, was eigentlich sehr angenehm ist. Natürlich habt ihr halt dann nicht irgendwas gepusht. Das könnt ihr halt vielleicht so mit diesen Bändern machen, wenn ihr wollt, aber ihr könnt ihn halt auch so tragen. Vor allem ist gut, wenn es halt heiß ist, dass man halt nichts mal anziehen muss. Habt ihr halt hier so wie Korsett ein bisschen enger geschnitten auf jeden Fall. Einmal den Tüllstoff mit Paletten drauf, mit bunten. Und hier habt ihr sozusagen einfach, also nicht so wie das rosene Kleid, was so auch lang war, aber ein bisschen so mit viel Tüll. Hier ist halt nur dünnerer Tüll, aber ich glaube sogar Doppeltüll. Ich habe halt einmal den Unterstoff, helle Rose, dann habt ihr einmal diesen altrosenen Tüll und dann ist halt bis nach unten überall diese Stickereien einmal gemacht. Ich zeige mal das einmal von hinten. Hinten ist er halt ein bisschen tiefer ausgeschnitten. Hier habt ihr Reißverschluss. Ich habe ihn leider nicht ganz nach oben zu bekommen, weil das auch wieder so ein Kleid ist, wo man eine zweite Person für braucht, weil ich wollte den Reißverschluss halt auch nicht kaputt machen. Und dann habt ihr halt diesen locker geschnitten, was ich halt schön finde. Ich habe halt einmal hier diesen Crisscross. Also, dass übereinander läuft, dass das halt
vorne und hinten gedeckter ist. Und hier habt ihr einmal durchsichtig, aber nicht nur einfach durchsichtig, sondern nochmal mit Details von beiden Seiten. Und hier habt ihr einmal halt den Schleid halt sehr lang. Jetzt für mich, ich bräuchte halt mindestens 10 bis 12 Meter Absätze, damit das halt das Kleid nicht auf dem Boden liegt. Ja, weil man könnte ihn natürlich auch kürzen. Das Problem ist halt bei Kürzen durch die Paletten, weil die halt überall immer zwischendurch sind, kann das sein, dass das halt unten nicht mehr so schön aussieht, wenn man die halt abschneidet. Das müsste man halt bei der Schneiderin einmal anfragen. Am besten bevor, also auf jeden Fall nicht selber machen, weil sonst geht das Tüll auf und die ganzen Paletten gehen auch auf und die macht das Kleid einfach nur kaputt. Auf jeden Fall einmal zur Schneiderin bringen und gucken, was sie euch sagt. Das Einzige, was ich selber machen, also auch nur bei Schneiderin, ich hätte mir vielleicht den Schlitz hier ein bisschen höher gemacht, dadurch, dass ich halt kleiner bin, sitzt halt der Schlitz auf der Hälfte von meinem Oberschenkel. Ich hätte ihn vielleicht nochmal 1 Zentimeter höher gesetzt. Und ich gucke, hier ist halt die Naht auch drin, dass das wahrscheinlich auch gar nicht so schwer ist, die einmal bei Schneider aufzumachen und dann einmal ein bisschen höher zu setzen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt auch am Ende des Hauses angekommen. Ich hoffe, die, die auf der Suche nach Abendkleider waren, wurden fündig. Würde mich gerne in den Kommentaren interessieren, welches Abendkleid euch am meisten gefallen hat oder am wenigsten. Ich habe die unten in der Infobox einmal nummeriert und könnt ihr einfach eine Nummer schreiben, welche euch am meisten gefallen, welche nicht. Und dann würde ich wissen, welche Kleider das sind. Falls ihr mich wiedersehen möchtet, abonniert mich gerne, dann würdet ihr gleich Benachrichtigungen bekommen, wenn ein neues Video von mir online ist. Und wenn euch das Thema oder der Haul gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben auch sehr freuen. Dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche, viele sonnige Tage und dann sehen wir uns nächste Woche. Tschüss!